Verdammt, John. Diese Festung ist der bestbewachte Knast in den ganzen verfluchten Vereinigten Staaten. Da kriegen wir Sanchez niemals raus. Ja, in diesem Fall muss ich dem Quacksalber ausnahmsweise mal zustimmen. Wir haben die Kavallerie am Hals und werden bestimmt bereits in halb New Mexico steckbrieflich gesucht. Und du willst ausgerechnet in Fortessa einbrechen. Entschuldige, John, aber für mich klingt das nach glattem Selbstmord. Sanchez ist der Einzige, der uns auf die Spur von El Diablo bringen kann. Wie willst du überhaupt in diesen Schuppen da reinkommen? Durch die Vordertür natürlich. Oh, du meinst sprengen? Exakt. Vorher werde ich jedoch versuchen, mich allein hineinzuschleichen, um die Offiziere auszuschalten. Ohne Führung müssten wir mit den Soldaten leichtes Spiel haben. Sobald Sanchez frei ist, fliehen wir im Westen über die Gefängnismauer. Kate wartet bereits auf der anderen Seite mit den Pferden. Ich wiederhole mich nur ungern, aber das ist Selbstmord. Du hast mich also bloß vom Galgen abgeschnitten, nur damit ich jetzt hier im Wüstensand verrecke? Immer lächeln, Doc. So, und damit, herzlich willkommen zurück zu Desperados, Wanted Dead or Alive, dem ersten Teil noch. Und wir müssen jetzt ernsthaft in diese Festung rein. Ich bin einfach mal gespannt, wie wir da reinkommen. Sneaky ist auch wieder am Start. Alles klar, Servus, hi. Für okay, Tipps ja. Und Tricks, wunderbar. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie wir das überhaupt angehen. Okay. Alles fit bei mir, na klar. Weiter geht's. Und ich probiere jetzt einfach mal schon ersten umzulegen hier. Ah, das ist zu weit entfernt, oder? Lol. Da ging es besser einfach mal ins Leere rein. Ich höre etwas. Okay. Bei mir ist auch alles fett, im wahrsten Sinne des Wortes. Warum das? Hast du etwa was Fettes gegessen? Nee, das nicht, oder? Nope. Moment, wie bringe ich jetzt hier die ersten, vielleicht gehe ich jetzt, oder ich schaue einfach mal, wie weit ich da komme, wenn ich den jetzt verfolge. Aber ich glaube nicht so weit. Angekommen. Moment. Habe ich irgendwelche Tricks? Nope. Weiter geht's. Ah, jetzt kommt natürlich sein Partner. Wow, ist das knapp. Holy shit. Ja, und jetzt? Armer 3 und so. Oh ja, ich bin auch einmal gespannt. Ich habe da heute auch mit dem Christi ein bisschen geredet noch. Wie oder was? Ich bin echt einmal gespannt. Aber ist schon mal gut, dass wenigstens einer fleißig ist. Ich könnte hier eine Uhr platzieren. Mich vielleicht dahinter verstecken. Aber ich mache das wahrscheinlich richtig kompliziert wieder. Aber egal. Können ja einfach ein bisschen herum experimentieren. Diesmal machen wir es aber so richtig. Okay, dann bin ich einfach mal gespannt. Moment, kann ich ja noch schön quicksafen, da ist ja noch nichts passiert. Okay. Ich bin echt einmal gespannt, wie es wird. Ich glaube, wenn ich so ein bisschen wieder, oder wenn ich Arma 3 wahrscheinlich starte, alleine das, wird wahrscheinlich schon ausreichen, dass ich da gleich wieder loslegen will, könnte ich mir vorstellen.
Aber ja, alles zu seiner Zeit. Ja, und jetzt? Und alles schön nacheinander. Also erst einmal lassen wir dich natürlich noch schön in Ruhe programmieren, was du halt alles so erstellen willst. Ich glaube, den Typen, den machen wir doch auf die gleiche Weise, oder? Das machen wir. Hier einmal die Uhr hin. Der kommt ran. Ja, das könnte natürlich ein Problem werden, weil der Hunde dabei hat, oder? Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Ja, auch das Entscheidende ist eben auch die Community und der Server Start. Ich bin mal ganz weiter ganz fleißig. Ja, Community kann man halt nicht einfach so irgendwie bekommen. Die muss man sich halt trotzdem aufbauen. Aber ich denke halt mal, das wird mit der Zeit. Und wir haben es ja dann trotzdem gesehen, am Schluss von deinem ersten Server, also zur Endzeit, war doch auch schon viel los. Also kann man jetzt ja nicht sagen, hey, da war überhaupt keiner drauf. Es waren ja auch regelmäßig Leute drauf. Und es sind auch wieder neue dazugekommen. Ab und zu, ja, es gibt halt immer die Leute, die bloß mal so ein, zwei Tage reingucken. Aber viele bleiben ja trotzdem hängen. Klar, dass man da jetzt nicht nach der ersten Woche gleich 20 oder 10 Leute auf dem Server hat, das ist klar. Da müsstest du richtig Glück haben. Ja, und jetzt? Und es interessiert dir nicht. Mist. Jetzt haben wir so lange umsonst gewartet, oder? Dann, wie viele Fläschchen habe ich? 4 Stück und ich habe da noch mal welche. Okay, nee, dann machen wir den jetzt als. Kann ich doch kurz noch mal Quicksave laden, oder? Ja. Dann holen wir sich da schnell die Uhr. Könnte ich mir vielleicht wirklich sehr viel Zeit sparen. Klar, aber das ist leider dann zusammengebrochen. Es braucht halt Langzeitmotivation. Oh ja. Das auf jeden Fall. Ich muss den da jetzt schon bekommen. Weiter geht's. Alright. Ja. So will ich das haben. Genau. Und vor allem PR, aber das wird schon, kriegen wir schon gebacken. Ja, immer Werbung natürlich machen, das stimmt. Darf man auch nicht vergessen. Aber ja, das wird schon. Wie machen wir denn jetzt die? Also den kann ich jetzt einfach so messern. Aber der da hinten bringt uns jetzt nichts. Moment, okay. Ich will jetzt da mal was ausprobieren. Okay. Wow. Ob ich mich jetzt da an den komplett drum steichen kann. Nee, das geht nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Oder? Ah, oh, das wäre zu geil gewesen. Okay, ich könnte hier eigentlich wieder Save 2 machen oder so. Wunderbar. Ja, ich glaube, den machen wir trotzdem hier so mit einem Fläschchen. Aber ja, ich bin einfach mal echt einmal gespannt, wie es angeht. Und wie geht's? Ja. Weiter geht's. Einfach mal gucken. So, den hauen wir so noch nieder. Und dann ist eigentlich hier das erste schon mal getan. Der Rocky bin tot, aber nicht. Ja.
Ja. Nee, muss man einfach wieder probieren. Also, man macht jetzt da nichts groß falsch, wenn man da wieder ein bisschen was durchstartet. Macht mir jetzt dann nicht einen riesen Fehler oder so. Und wenn es halt nicht läuft oder wenn man einfach keinen Bock mehr hat, dann. Ja, dann ist es halt einfach so und dann wird er halt wieder eingestellt. Das ist ja auch kein Thema. Ah, ich hätte mir da vielleicht schon wieder eins aufheben können, oder? Jetzt schauen wir mal. Also, wir haben alles eingesammelt und jetzt gehen wir mal mit den Leuten hier hin. Ach, auf Desperados bezogen, holy shit. Die ist ja Anspielungen, oh. Ja, Leute, ihr müsst mal ein bisschen hier näher an den Rand ran. So. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich bin einfach mal gespannt. So, wir arbeiten uns jetzt erst mal hier mit der Kate ein bisschen voran. Die Zeit drängt. Wo ist denn die? Da ist die. Können wir ja wieder sowas machen. Mhm. So gefällt mir das. Energy Ice Tea Peach von Monster, der ist sehr guter Stoff. Ja, ich habe mir gedacht, den kann ich eigentlich auch mal wieder trinken. Eigentlich trinke ich den nur, wenn es wirklich, wirklich heiß ist. So richtig warm draußen. Dann geht der echt runter wie nix. Und den habe ich jetzt einfach mal so auf noch auf Lager gehabt. Deswegen muss der auch mal verbraten werden. Holy shit. Also, dann probieren wir jetzt mal die zwei gleichzeitig auszuschalten. Ich denke mal, wenn wir das jetzt schaffen, dann sind wir eigentlich eh schon gut dabei. Wie geht's weiter? Wie weit kann der schmeißen hier? Ja? Oh, das war zu langsam. Okay, das machen wir nochmal. Was jetzt? Ja, da muss man erst einmal ein bisschen immer abchecken, wie weit die werfen können, die Leute. Vor allem, wie nah ich da jetzt den. Ist er da? Ah, jetzt hat er mich gesehen. Okay. Moment. Oh. Aber findest du ihn etwa nicht so geil, oder wie? Höre ich da etwas sowas raus? Ah, wieder zu langsam, oder? Oh Mann! Lo, oh Gott sei Dank. Das hat noch funktioniert. Wie geht's weiter? So. Vorsprengung. Dann stellen wir uns jetzt hier mal ein bisschen auf. Und ich bin einfach mal gespannt, ob das funktioniert. Ist der T-Hammer am Start? Wunderbar. So. Ich will jetzt da bloß mal ausprobieren, wenn ich jetzt da das TNT platziere und dann lossprenge. Was dann passiert? Kinderspiel. Also, vielleicht wird der sogar noch. Okay, der da oben auch. Alles klar. Okay, das muss dann sehr, sehr schnell gehen. Also, einmal den Doc hier. Den noch betäuben. Und dann laufen wir rein. Shit, okay, da muss das Timing richtig stimmen. Moment. Das muss ich jetzt
Das erste Mal hier. Das muss ich erst einmal klappen hier. Besser nicht. Nein, jetzt habe ich den nicht erwischt. Oh Gott. Ey, das war... Das ist gar nicht mal so leicht hier. Also den... Warte mal, den Typen müssen wir unbedingt einmal noch betäuben. So. Dann kommt die Line. Das war einfach. Nee. Hä? Was hat mich jetzt angestellt? Moment, Quick Save. So. Der ist schon zu spät. Moment. Kann gar nicht ab. Kohlensäure und ich. Kohlensäure mag ich aber eigentlich auch nicht. Also so Wasser und so weiter ist auch mega. Also mag ich eigentlich auch nicht. Kohlensäure dann drin. Das muss bei mir auch immer still sein. Jetzt habe ich einen Sam mit. Oh. Aber ich glaube, jetzt passt mal einigermaßen das Timing. Nee, das war auch wieder zu nah. Das werde ich schon noch hören. Und wenn, ja, wenn ihr halt seht, was das für ein Trick ist, dann wisst ihr, warum ich das hier mache. Wenn ich die Wache noch mit erwische. So. Ding ist halt immer gleich den. Jetzt. Ach, ihr habt mich jetzt nicht da reinsehen können. Oh. Moment. Das klappt doch nie, oder? Okay, ich lasse dir einfach mal sich ein bisschen beruhigen. Schauen wir einfach mal. Blausäure, what the heck? Dann hast du wahrscheinlich auch Promi Big Brother angeguckt, ha? Mit Wasser. Wo der eine Millionär kein Wasser trinken wollte. So einer bist du wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. So, weil jetzt hat hier, wenn wir jetzt hier das gesprengt haben, muss ich das jetzt hier alles beruhigen. Oh Gott, hey. Das wird ja mal interessant. Und wenn sich die beruhigt haben, können wir eigentlich hier schön gediegen. Also, ich mache jetzt mal nach Sprengung. Wir hier nochmal einen Checkpoint haben. Und dann möchte ich doch gerne mal noch einen John verarzten. Aber ich glaube, das geht im Gebäude schlecht. Sehr schlecht. Okay. Holy shit. Ich trinke eigentlich schon gern Wasser. Also ab und zu... Denke ich ja auch immer so bei den Leuten, okay. Aber jeden ist seine, ja. Alter, der eine Typ, hey, der mich halt da entdeckt hat, der hat halt dann schon richtig hart mitgenommen. Ich denke mal, da oben bin ich doch safe, oder? Okay. Nope, alles klar, okay. Bin ich gar nicht. So. Ja, und jetzt? Ja, die sind immer noch aufgebracht. Die liberale Einstellung. Ich bin doch offen für alles. Alles und jeden. So.
Jetzt glaube ich, wird es noch weiter interessant, weil ich muss jetzt hier schon sehr viele mit diesen Fiolen da betäuben. 1, 2, 3, 4. Es könnte sogar funktionieren. Also wenn wir jetzt hier 4 Fiolen bekommen, oder eine, wenigstens eine, dann können wir hier eigentlich schon straight zum Sanchez hin. Aber schauen wir einfach mal. Oh Mist, Moment, da kommt da noch einer. Ja, vielleicht könnte ich die zusammen ausschalten. Schauen wir mal. Der geht jetzt dort wohin? Immer die bisschen die Laufwege abchecken. Okay, der geht bloß da oben entlang. Dann könnte ich die vielleicht zusammen ausschalten dann. Alright. Oh mein Gott, bin ich dumm. Oh mein Gott, oh Doc. Hey, manchmal machen es mir aber die Charakter echt nicht einfach hier. So, jetzt zuerst einmal der Doc hier an John heilen. So, sehr gut. Weiter geht's, würde ich auch mal sagen. Ey, ich dachte jetzt schon. Es halt immer noch die Typen gibt, die nicht loslassen können. Trotzdem noch nachgucken, ob da nicht irgendjemand ist. Wie geht's weiter? So, perfektes Timing. Wow. Okay, wo geht der hin? Okay, oh lol. Alles klar, da habe ich jetzt, glaube ich, Dusel gehabt. Noch jemand ohne? So, dann hätten wir die. Noch jemand? Mache ich jetzt wieder mal einen ganz neuen Speicherstand, dass wir jetzt hier auch wieder in den drinnen vielleicht dann nochmal was ändern könnten. 4 Fiolen, alles klar. Also die zwei nehme ich dann auch wieder zusammen. Dann könnte ich doch da schön hinschmeißen, oder? Ja, wunderbar. Haben wir wenigstens die 2 Wochen dann schon. Und dann sind wir schon sehr, sehr nah am... Oh Gott, das war zu dumm. Da war ich jetzt irgendwie Brain AFK. Bin ich hier so schon sehr nah am Sanchez. Das wollte ich sagen. So, eigentlich jetzt. Aber es reicht nicht. Mist, Moment. Das muss doch funktionieren. Da haben wir es vielleicht eher an die Wand dran. Also so. Schauen wir mal. Ja, muss doch gehen, wunderbar. So. Jetzt wird's aber interessant. Oh Gott, vor allem wenn der da jetzt herkommt. Nee, oder? Alles gut. Weil wir haben ja nichts zum Verstecken. Ich könnte es hier vielleicht ein bisschen mit der Uhr spielen. Wo haben wir denn hier Gebäude? Da oben. Ja, ich will hier ein bisschen gucken, ob ich den... Ach, da oben ist auch einer. Hoppala. Wie viele... Ich hätte noch 3 Stück. Die gucken nicht weit. Die eigentlich auch nicht.
mache ich vielleicht dann trotzdem mit der Fiole. Die zwei zusammen. Das könnte man mal probieren. Ja, hier kann ich ja schön raufwerfen. Was jetzt? Ist halt die Frage, ob das irgendjemand dann mitbekommt. Ja, wie zum Beispiel der. Wo ich jetzt nochmal hier schön gespeichert habe. Aber alles gut. So, dann müssen wir aber jetzt hier schon langsam hin. Okay, mit dem Sunshine nochmal kurz reden. Wenn der jetzt hier reinkommt, so und bumm. Mhm. Alter, ist das ein Akt. Moment, den Toten kannst du eigentlich liegen lassen. Den brauchen wir jetzt nicht ablegen. Weiter geht's. Ach, der hat gar. Oh. Ups. Ich dachte, der hat jetzt noch einen Toten irgendwie. Am Start. Angekommen. Oh, alles klar. Checke ich ab und zu echt die Sichtkegel oder die okay. Die Einstellung von den Leuten hier. Verstehe ich ab und zu nicht. Ah, servus Christi, aber der. Warte mal, ach, jetzt sieht der mich da unten. God damn it. Na, dann lege ich mich noch kurz hin. Wo geht denn der eigentlich hin? Ist der bloß in diesem Bereich? Boah, die halt zu dritt wäre halt mega cool. Aber die kann ich natürlich dann nicht umbringen. Weil dann die Wachen da hinten oder der eine Typ da wieder ist. Oder ich probiere es. Doch. Der rennt runter zu die Toten. Und ich messe den dann. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Probier mal aus. So, speichern. Weil du müsstest jetzt hier noch kurz schnell aufstehen. Und hier was hinschmeißen. Schnell. Genau. Oh, die hören mich ja. Ups. Ich muss da langsam machen. Also das war schon mal sehr gut. Das war ziemlich einfach. So. Bloß den jetzt auszuschalten. Das wird knifflig. Ach, da unten stehen auch noch Leute. Ups. Ups. Nee, das kann ich dann komplett vergessen. Verschanzen. Ich könnte die Zöllenkette hier alle aufmachen. Du bist nicht der Erste, der das irgendwie so in den Chat schreibt. Ich trink's. Ich muss ich jetzt wirklich eine Ausrede parat haben? Ich trink's nur, weil es eigentlich ein Sommergetränk für mich ist. Also was ich eigentlich wirklich bloß an heißen Sommernächten irgendwie trinke. Weil es einfach schnell runtergeht. Aber ansonsten trinke ich das auch nicht. Und jetzt wird's immer, ach so, der ist noch da noch drin. Und jetzt wird's immer kühler. Und habe mir gedacht, das muss jetzt einfach mal weg. Boah, Moment, dann probiere ich aber jetzt das... Kann ich dann noch was anderes ausprobieren, wenn ich die alle zusammen bekomme? Ah, nein.
Ich versuche die jetzt alle zusammenzulocken. So. Stimmt mit dem alles? Ja. Hey, Hombre, bist du tot? Okay, das hat überhaupt nichts gebracht. Warum der Typ sieht das noch? Und ich habe bloß noch zwei Fiolen. Nee, das kann ich da auch vergessen. Oh Mann. Boah, so kurz vom Ziel. Aber ich muss mich da jetzt irgendwie raufschleichen. Vielleicht geht es ja wirklich. Dass ich da echt einfach den perfekten Zeitpunkt bloß abwarte und dann mich da rauf sneaken kann. Was jetzt? Schauen wir mal. So, aber wenn ich jetzt da hochgehe. Ja, instant. Alter, dieses Aiming, hey. Das ist der Hammer. Okay, dann. Anderer Versuch. Wie schaut denn die da unten einfach aus? Machen wir es mal so rum. Mann, jetzt wäre ich so weit, hey. Könnt ihr die dann ablenken? Zumindest die da unten? Ja, und jetzt? Oder sehen die das? Die würden das gar nicht sehen. Go, 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 go. Ja! Digga, hey, das ist der Hammer. Mann, die Festung ist echt gut bewacht jetzt hier am Schluss. Ey, kann ich mit Dynamit irgendwas machen? Ich hab kein Dynamit. Ah. Da hinten wäre Dynamit. Ne. Da kämpfe ich mich nicht komplett durch. Aber. Oh Gott. Ich will das ausprobieren. Ich glaube, das habe ich noch nie geschafft, aber das will ich ausprobieren, ob das noch geht. Oder ob das trotzdem geht. Dass man hier jetzt alle versammelt. Alter Schwede, Mann. Das war einfach. So. Ich will jetzt den Turm rauf. Vorturm. So. Aber das werde ich hier schlecht schaffen, oder? Ne, das sind zu viele Wachen einfach. Warum geht's hier noch irgendwie andere dunkle Ecken oder so? Das war einfach. Hier bei der Treppe, oder? Gibt's da was? Oh, da gibt's sogar einen Raum. Ja, der ist sogar damit verbunden, ne? Ja, vielen Dank fürs Zusehen und dir noch einen schönen Abend dann. Hä? Ach, da oben? Oh Gott. Da hätten wir ja auch noch eine Wache. Die habe ich komplett übersehen. So, ich muss da einfach mal ein bisschen testen, wie ich mich da. Oh, nee, ich kann mich da überhaupt nicht frei bewegen. Vor allem da oben sind da auch ja Wachen drauf. Oh mein Gott, wie bin ich da damals jemals hochgekommen? Nee, das sind einfach zu viele Sichtpegel da. Ey, Karamba, ey. Vor allem die da oben, die sind eigentlich unnötigerweise betäubt. Klar, die sind jetzt fürs erste Mal ausgeschalten, aber. Wow, 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 wow. Halt, stopp. Zweimal ein Sniper-Schuss hätte noch. Mit der Kate kann ich halt überhaupt nichts machen.
Aber ist doch schon mal ganz gut, dass ich hier in der Festung drin bin. Jetzt muss ich das bloß irgendwie nutzen, also richtig nutzen. Oh lol. Man kann ja komplett rauszoomen, alles klar, okay. Das wusste ich nicht. So, dann croucht hier der Sam einfach mal hier rein. Der Doc kann eigentlich da oben bleiben. Wir holen jetzt da den einen Typen jetzt wenigstens einmal weg. Der müsste ja hier dann sein. Instant. Ja. Juckt den halt wieder überhaupt nicht. Come on, come on. Aber der hat das doch gehört. Also wäre zumindest in Reichweite hier. Kann ich die da irgendwie... Oh, ich könnte ihn da oben weglocken. Ich probiere jetzt einfach mal, den noch runter zu bekommen. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich mich da verstecken sollte. Oh, lol. Ah, hier drin. So. Und wenn der... Oh, wenn der zu der Uhr geht. Ich bin viel zu weit entfernt. Nur eine Spieluhr? Aus dem Saß. Alter, wie ich seit, keine Ahnung, eine halbe Stunde keinen Gegner mehr erwischt habe. Das ist der Hammer. Weil wenn man einmal hängt, dann... kommt man echt überhaupt nicht mehr weiter. Aber das ist schon sehr kritisch hier. Also ich könnte den zumindest mal runterlocken. Ich will auf den Turm rauf. Ich will das noch probieren. Das muss doch so irgendwie gehen. Es ist halt einfach blöd. Weil ich mich da überhaupt nicht verstecken kann. Probier's mal so nochmal. Schauen wir mal. Weiter geht's. Also den muss ich auf jeden Fall. Ich muss den ja lautlos. Muss ich den lautlos überwältigen? So, ich kann mich auch hinter diesen Zaun kann ich mich auch schlecht verstecken. Ich könnte mich hier einfach dahinter verstecken. Oh Gott, bin ich dumm. Uhr. Bam. Stell ich mich da hin? Angekommen. Ich stelle mich aber auch schon ein bisschen an, oder? Weiter geht's. Und wenn der Wurf ready ist, dann wirft er ja automatisch. So. So nämlich. Okay. Mal den verstecken wir aber trotzdem lieber. Boah, wenn ich jetzt so ein paar Leute wegnatzen könnte, das wäre schon nice. So, wir holen uns ganz schnell noch die Uhr, bevor der Typ da wieder aufwacht. Eieieiei. Weil ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hingeht. Ah, der patrouilliert eigentlich bloß hier hin und her, gell? Okay, dann könnte ich auch mit einem Uhrentrick könnte ich den überwältigen. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, was mir das jetzt da bringt, wenn ich von dieser Seite ein bisschen angreife, aber ich muss diese Gruppe loswerden. Und jetzt warte ich einmal, bis der eine Typ da wieder aufwacht. Nicht derweil schon ein bisschen. Ich kann schon so ein bisschen wieder herum experimentieren. Ach, okay.
Okay, einen könnte ich dann noch erwischen. Ne? Aber das war's dann. So, und der ist schon wieder auf den Beinen, oder? Weiter geht's. Wo ist jetzt der eine Typ hin? Ja, und jetzt? Der will wahrscheinlich auch außen ein bisschen herumrennen, oder? Ja. Okay, den ignoriere ich jetzt einfach mal. Ja. Musik ist wieder friedlich, also passt es. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob hier die komplette Mannschaft ankommt, wenn ich da die Spieluhr mache. Oder ob da wirklich bloß einer kommen würde. Oder gar keiner, weil einfach die Leute hier ratschen. Damn it! Oh Mann, hier ist einfach fast alles Selbstmord. Ding ist halt einfach, wenn ich es vielleicht richtig anstelle, könnte ich halt so ohne groß irgendwas zu machen mit dem Sam das Dynamit holen. Und das versuchen wir doch gleich einmal. Das war einfach. Ja, und jetzt? Wo ist denn der Doc eigentlich noch? Der ist hier. Okay, nee, wir brauchen Dynamit. Ganz klar, wir brauchen Dynamit. So, und wir verstecken uns hier natürlich drin. Eieiei, die Musik die ganze Zeit. Ja. Macht einen ja irre. So, da gehe ich ja auch rein. So, mit dem Sam will ich aber jetzt dann losgehen. Betonung liegt auf gehen. Alter, der ist schon richtig langsam. Wie geht's weiter? So. Das war einfach. Jetzt muss ich mir ein bisschen die Laufwege hier angucken. So, die gehen hier rein. Könnte ich hinter denen hinterher. Da kommt aber der Typ. Und die schauen wieder zurück. Kann da irgendjemand über den Rand gucken? Nee. Höchstens der da noch. Und der da noch. Oh je. Kinderspiel. Woohoo. Wow. Das war einfach. Nee, das war nicht, das war ganz und gar nicht einfach. So, der, oh Gott, der Typ kommt. Der Typ kommt. Yo. Hey. Nee, da habe ich jetzt echt keinen Nerv dazu. Hat der überhaupt eine Dynamitstange? Ja. Das ist nix. Der hat einfach nix. Der hat zwei Fiolen. Schauen wir mal, wenn wir den einen Typen da runter snipern. Ich denke, den Schuss werden sie trotzdem hören. Oder? Alles klar, Digga. Mann, die sind einfach zu nah am Eingang. Alter, du hast da keine Chance, das ist der Hammer. Nicht laufen. Laufen ist nicht der Gute. Wo zur Hölle kann ich mich da verstecken? Ja, das ist das schlechteste Versteck ever. Was jetzt? So, die werden jetzt auch bald wieder aufwachen. Eine Fiole muss ich mir dann, denke ich mal, auf jeden Fall aufheben. Ja, das ist der Hammer. Ich
versuch trotzdem mal alles nochmal. Wow. Stimmt mit dem alles? Alter, guckt euch die Mannschaft an. Jetzt suchen die sowieso alles ab. Ja, jetzt wecken sie die da natürlich da oben auf, gell? Ja. Also eigentlich Fiole eigentlich für die Katz. Aber ich habe den erledigt. Ah, ich muss das glaube ich nochmal probieren mit dem Sam trotzdem. Ich war ja hier schon mal, hier war ich ja, das war ja überhaupt kein Problem. Ne, ich muss das anders lösen. So, also der geht hier rein und ich probiere das jetzt weiterhin mit dem Sam. Der sieht mich ja nicht, gell? Ja, also ich brauche einfach das Dynamit, ganz einfach. Das war einfach. So. Ich glaube, hier in der Ecke, da war ich ja eigentlich auch safe. Ja. Würde ich schon sagen. So, ich muss halt bloß ein bisschen auf den Leuten dann, muss ich ein bisschen aufpassen, gell? Weil der kommt dann irgendwann mal runter. So, weil hier geht das sich klicken nicht so weit, genau. So, der müsste jetzt einmal runterkommen. Kommt da aber nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich duck mich mal. Oh, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn der jetzt halt wieder hier in diese Richtung rennt. Dass ich dann das TNT mir schnapp. Jetzt ist er ganz normal wieder drauf. Okay. Ah, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt. Alter, wie weit der da hinten nach hinten geht. Jetzt guckt er nämlich hier hin. Ah. Okay. Da hätte ich jede Menge Zeit. Alright. Also wenn der jetzt wieder nach hinten geht. Also er müsste eigentlich hier mal diese Treppe runter. Wenn er dann wieder nach hinten geht. Dann ist meine Zeit. Das oder bekommt noch mal einen Anfall? Ich glaube ja. Nee? Doch. Sichtkegel geht immer schneller. Ich weiß auch nicht, auf wen er da wartet. Ich habe hier auf der Mauer habe ich überhaupt keinen erledigt. Aber er hat seinen Anfall. Okay. Aber da kenne ich mich jetzt aus. So, der guckt sich da um, sieht, dass da noch Leute sind. Ich habe keine Ahnung, was der da für Absichten hat. Keine Ahnung. So, der kann auch nicht auf dem Hof gucken. Wunderbar. So, geh nach hinten. Alter, ich bin so nah beim Dynamit. Ist der Hammer. Na komm. Nee. Du gehst nach hinten. Er geht nicht nach hinten, oder? Kann ich mich... Nee, ich kann mich so nicht ranschleichen. Ja. Ach, damn it. Jetzt sieht er mich, oder? Alter Schwede, ist das. Das war, glaube ich, auch wieder sauknapp.
Bitte, geh jetzt nach hinten. Geh jetzt da wieder die Treppe runter. Ich bin schon so weit. Der verarscht mich jetzt, oder? Ich schnapp mir jetzt das Dynamit. Ist mir egal. So. So. Und weg hier. Oh Gott, wie viele Stangen haben wir denn? Oh Gott, 3. Ja, ist okay. Ist okay. Ich habe keine Ahnung, was der für einen Anfall die ganze Zeit hat. Stehe ich gerade irgendwie nicht so. Aber wir haben die dynamischen Stangen. Oh, holy moly, ey. So. Jetzt müssen wir die bloß gut anwenden können. Und ich habe da schon ein paar Leute im Augenwinkel, die ich da vielleicht wegsprengen werde. Aber der Wurf muss schon sehr gut sein. So. Also. Die gucken eigentlich... Oh, Sam. Bitte, Sam. Du musst so weit werfen können. Oh je. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Der guckt eigentlich... Boah, das wäre übelst gecheatet, oder? Moment. Ich schau mal, ob das funktioniert. Hey, Karamba, das ist nicht gut für dich rum. Lol. Nee, aber ich bekomme natürlich da kein Damage dann drauf aufs Dynamit. Das wäre ja echt zu geil gewesen. Da müssen wir jetzt so ein paar Dinge ausprobieren. Sehr gut. Oh mein Gott, das war richtig gut. Ah, ich will zu viel. Nein, nein, nein. Nein, nein, okay, da wollte ich jetzt zu viel. Okay, an die Leiter ist mega gut. Das machen wir nochmal. Oh Gott, wenn ich das jetzt wieder hinbekomme. Das kommt hier auf. Ich glaube, hier war ganz cool, oder? Die sind zwar aus Dynamit, aber echt zu langsam dann. Nee, da will ich schon alle. Die Zeit haben wir dann auch noch. Die muss ich dann schon alle mitnehmen. Also so vielleicht. Das war gut. Und jetzt hat keiner mitbekommen. Mega gut. Mega gut. So, was haben wir eigentlich für Tipps noch? Ach so, das Tor sprengen und ja, einen Sanchez befreien. Karamba, niedergestreckt. So, das war sehr gut. Wir haben noch, ich habe 2 Dynamitstangen. Gehst du runter und rein in die Hütte, bitte? Holy shit. 2x Dynamit. Und 2x Fiolen. Alles klar. Will der jetzt aufsatteln oder was? What the fuck? Okay, den könnte ich schaffen. Yes! Boah, die Spaff war auch eine wichtige Person jetzt gerade. Die hat oben immer die ganze Zeit patrouilliert. Sehr gut. Die haben mal einfach mal mitgenommen.
Wunderbar. Ich kenne mich voll nicht mehr aus. So, wo gab es jetzt hier einen Schuss? Nee, das ist echt zu heikel jetzt. Ich habe sie gesehen. Du hast mich gar nicht gesehen, also laber nicht. So, vielleicht kann ich jetzt da noch einen mitnehmen. Wieso wollen die wollen immer auf die Pferde rauf? Sind die da so programmiert? Hat er den jetzt am Turm gesehen? Nee, oder? Lol. Also einmal hier drauf und dann haben wir es, glaube ich, schon. Das Ding war halt einfach. Zwei Fiolen hätten halt einfach nicht gereicht. Das war für mich mein Problem. Zwei normale Fiolen hätten es nicht geschafft. Oder hätte ich es nicht geschafft, also das Dynamit ist schon ganz gut, dass ich das jetzt noch eingesammelt habe. War jetzt eigentlich nicht so schlimm, muss ich auch sagen. Mich halt beim ersten Mal ein bisschen angestellt hier, beim ersten Versuch, aber... Ja, das gehört leider ja auch immer bei diesen Spielen dazu. Die Leute sich hier wieder ein bisschen beruhigen lassen. Man kann hier immer ein bisschen... Zeug ausprobieren, was sich vielleicht halt anbietet, aber ja. Die Leute sind ja dann auch wieder schnell auf ihre Posten. Ja, der rennt noch ein bisschen herum. Aber der wird niemanden finden. Also nicht, was er sucht. Ja, hier dieses Tor muss ich auch noch aufsperren. Muss ich eigentlich nicht, ich habe ja hier noch einen anderen Weg. Ich muss vielleicht die sogar gar nicht ausschalten, weil ich ja hier diese Leute nicht mehr habe. Außer der, oh, der guckt sich aber auch hier immer um, oder? Warum guckt sich der jetzt in diese Richtung um? Ja, im schlimmsten Fall snipern wir den einfach weg. Das ist ja auch kein Thema. Da haben wir ja auch noch einen Schuss. Sogar zwei. Das wäre auch kein Problem. Ja, der stört eigentlich. Ja, der stört. Der stört, der muss beseitigt werden. Da haben wir den jetzt mal runter. Die da eh schon noch ein bisschen aufgebracht sind. Da keine Ahnung, wo ich mich da verstecken soll. Das hat eigentlich gerade eigentlich ganz gut funktioniert, komischerweise. Ich habe den Schuss schon mal gemacht. Die entdecken mich doch. Nee, okay. Nicht immer. So, weil der hat einfach gestört. Muss man einfach mal sagen. So, hier erledigt, hier haben wir auch keinen Sichtkegel mehr, hier müssten auch bloß noch die zwei Wachen sein, weil diese Wache, die hier patrouilliert, die haben wir auch schon ausgeschalten, ja, da ist eigentlich auch bloß einer, also den können wir sogar messern, und der andere, der patrouilliert ja auch nicht mehr, den haben wir ja auch schon erledigt. Naja, ich glaube, es sieht gut aus. Es sieht richtig gut aus. Also wenn sich die Leute jetzt wieder beruhigt haben, dann wird jetzt eigentlich bloß noch stealthmäßig was abgehen. Also keine
Sprengungen und Schießereien mehr. Müsste dann jetzt alles wieder ruhig gehen. So. Aber wie schon gesagt, da muss man trotzdem immer ein bisschen auf die Leute hier aufpassen. Oder einfach abwarten. Das gehört leider halt auch dazu. Das Titel 4 brauchen wir eigentlich auch. Brauche ich eigentlich auch viel zu selten. Ich müsste da einfach viel mehr noch probieren. Und viel mehr ausreizen. Aber muss ja dann auch nicht sein. So. Zwei Typen. Drei Typen noch. Vier Typen. Eieiei. Ja, die sehen halt immer wieder Leichen. Aber den interessiert es überhaupt nicht. Wunderbar. Sehr gut. So, dann haben wir den noch. Der will auch nochmal rauf. Die Frage ist halt, wo die jetzt überall eigentlich patrouillieren. Die eher außerhalb von der Festung patrouillieren. Also der ist auch fertig. Dann haben wir jetzt den noch. Ach, die Funktion kann ich euch eigentlich auch immer noch zeigen. Die kennt ihr wahrscheinlich überhaupt dann noch nicht. Okay, die rennt sowieso die ganze Zeit herum. Dass man ja hier die Leute verfolgen kann, das wusste ich ja gar nicht mehr. Habe ich jetzt bloß durch Zufall jetzt wieder gefunden. Sehr gut. So, dann brauchen wir jetzt die zwei. Doc und John. Weil ich glaube, wir können halt den jetzt ja schon befreien. Wenn das jetzt mit dem Timing stimmt. Im schlimmsten Fall müssen wir nochmal sprengen, aber das hoffe ich jetzt halt mal. Ja. Wäre aber wahrscheinlich das Einfachste. Aber wir probieren es mal trotzdem Stealth. Aber nee, die Treppe komme ich da niemals hoch. Nee, das können wir schon komplett knicken. Machen wir das gleich mit dem Sam. Machen wir auf Nummer sicher. Dauert zwar ein bisschen länger. Aber... Wow. Den haben wir gar nicht... Ach, stimmt. Der hat sich ja überhaupt nicht für unsere Uhr interessiert. Stimmt, da war was. Ja gut. Kinderspiel. Oh Gott. Vielleicht sollte ich eher vom Hof auswerfen. Da sieht's der zwar sofort. Andererseits wäre halt einfach mal der Hochstand. Der wäre halt frei. Aber nee, das tue ich mir jetzt echt nicht an. Ist, glaube ich, auch fast unmöglich hier, die Leute da auf dem Hochstand da Kinderspiel. So niederzustrecken. Oh, Sam, Mann. Die kann ich so weit schmeißen. Shit. Wie soll ich da schmeißen? Ich kann hier mal meinen Fluchtweg kann ich hier mal hier setzen. Das war einfach. Na, die sehen jetzt gleich instant. Aber die sind down. Ja. Ja. Alter, gebt euch die Masse hier. Die Masse an Gegner, das ist der Hammer. Alter, guckt euch das an. So. Okay, die zwei waren jetzt noch nervig. Den einen. Der eine Typ, der macht mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. Weil wenn, auch wenn der hier hin und her patrouilliert. Auch bloß wieder Timing-Frage.
denke ich mir jetzt eigentlich auch nichts dabei. Ja. Wenn sich die jetzt noch beruhigen, will ich das einfach mal kurz speichern. Pff, eigentlich safe, ja. Mach mal derweil das Fenster bei mir kurz auf. Hey, das sieht ja schon mal wieder ganz gut aus. Haben sich schon wieder alle beruhigt? Nee, oder? Nee. Das wäre, glaube ich, zu schnell gegangen. Nee, einen haben wir noch. Aber der geht... Wo geht der hin? Okay, da rein. Der geht auch da rein. Yes. Oder? Nee. Ach, der redet mit den Typen. Ja. Okay, eine Fiole da. Messer da. Und den ist es einfach bloß Timing. Oh Gott, ob das funktioniert. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Alter. Puh. Also, John brauchen wir hier. Doc auch. Im Moment eigentlich gar nicht. Okay. So, alright. Ich will hier einmal das Messer wieder haben. Gott sei Dank kann der nicht so weit gucken. LOL. Alter. In anderen Leveln. Dann zieht mich halt der Gegner. Absolut kein Problem. Er versucht auf mich zu schießen. Bekomme ich mal einen Schuss ab. Hey, aber das ist instant down, hey. Also, ich hätte da sowieso neu geladen. Es wäre selbstverständlich, dass ich da nochmal neu lade. Hey, aber... Übel einfach in diesem Level. Richtig übel. Weiter geht's. Ja, und jetzt? Dann holen wir uns bloß kurz das Messer und sind dann schon wieder weg. Dann machen wir es halt so. So. Das ist für mich auch kein Problem. Weiter geht's. Okay. Ja, den unten, den probiere ich jetzt auch gar nicht. Machen wir mal wunderbar. Die da unten, oder die zwei probiere ich jetzt gar nicht auszuschalten. Was jetzt? Oh Gott, was ist mit den Typen da hinten? Oh Mist, den habe ich überhaupt nicht bedacht. Eine Dynamitstange hätten wir noch. Zwei Violen. Eieiei, das haut doch eh nicht hin. Ach Mann, seit wann guckt denn der in diese Richtung? Boah. Aber ich könnte mich hier einfach reinschleichen. Ich könnte hier aufsperren. Dann bin ich da schon mal durch. Kann mich hier drin verstecken. Und dann ist der Typ ja echt ein Kinderspiel. Jetzt müssen wir den erst mal nochmal ziehen lassen. Oh Mann, der eine Typ da hinten, das ist der Hammer.
So. Okay. Ja. Ich könnte halt hier einfach dann rausgehen, darüber gehen, bam, Messer und dann ist der weg. So einfach. So, wir warten. Warum geht der nicht darüber? What the fuck? Oh, das steht der Sam High. Okay, dann. Okay. Öffnen wir so nicht die Tür, weil der Typ da wieder kommt. Digga! Wolltest du mich alle verarschen? Jetzt hat. Jetzt reicht nicht, oder? Okay. Und Sam können wir eigentlich da stehen lassen, das ist eigentlich egal. Schnell, 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 schnell. Ich will da jetzt rein. Wunderbar. So, gehen Sie hier einmal rein. Okay. Erst mal gucken, ob da jemand drin ist. Gott sei Dank keiner. Okay. Mega gut. So, war dann mit der schon mal erledigt hier. Jetzt geht er natürlich da hinten herum, oder was? Das ist zu geil. Der kommt jetzt eh nicht mehr zu mir, wetten. Alter, verarsch mich jetzt nicht. Weh, du verarsch mich. Geh jetzt halt ganz normal deinen Laufweg wieder. Ich glaube, der geht nicht mehr runter. Ne, der bleibt da. Wenn ich jetzt hier wieder runter, wieder raufgehe und du änderst deine Richtung, ey. Ich kill dich doppelt und dreifach. Wenn ich jetzt extra wegen dir nochmal alles rückgängig machen muss, dann ist aber Polen offen. Er kommt halt einfach nicht. Ja, und jetzt? Jetzt kommt er. Ich dachte schon. Weiter geht's. Okay. Okay. Oh Mist, ich hab kein Quicksave. Oh, Quick-Ding drin. Oh mein Gott. Hey, warum? Ach, das hat er gerade schon ausgelöst gehabt, wahrscheinlich. Ich kann nicht was. Mann! Lass mich dich doch halt einfach. Ich kann so oft quicksafen, wie ich will. Das ist, kannst du mir nicht nehmen. So. Da gehst du jetzt raus. Und gib ihn, ja. Gott sei Dank. Ja, und jetzt? Puh. So. Wie geht's weiter? Wir hätten einen Schuss hätten wir da noch. Sehr gut. Also die zwei müssen eigentlich noch weg. Oh, der geht da rein. Der geht da rein. Das heißt für mich, ich kann da eigentlich eine Dynamitstange hinschmeißen. Der kann nichts dagegen machen. Oh, das ist mega gut. Das ist, glaube ich, auch mega schlau, oder? Ist das mega schlau von mir? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. So, Sam. Jetzt
Jetzt müssen wir dich natürlich richtig platzieren. Oh, nee, 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 nee. Das war nix. Das war zu langsam. Also gleich einen Schritt nach vorne. Und so schmeißen. Hey, Kalamba, das ist nicht gut. Boom! Nein! Sekunde vielleicht früher. Zack. Jetzt geht der in das fucking Gebäude nicht rein. What? Ah, wieder zu langsam. Der muss in das Gebäude reingehen. Das habe ich schon klar, oder? Das war einfach. Jetzt wirft er nicht. Ist doch wieder. Warum hat der jetzt nicht geworfen? Boah, ab und zu denke ich mir auch, hätte die Charakter. Boom! Er muss sterben. Er muss sterben. Stirb. Nein! Alter. Ey, so ein fucking Gegner. Geh doch in das fucking Gebäude rein. Ist das euer Ernst? Boah, der muss aber jetzt sitzen. Komm! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott? Ja. Und komplett wieder auflaufen. Gebt euch das, holy shit. So. Welche zwei haben wir denn da jetzt niedergestreckt? Wahrscheinlich einmal einen von da oben, oder? Kann das sein? Weil der wollte runterrennen, den anderen Bescheid zu geben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt der eine Typ war, der in unsere Richtung guckt. Das glaube ich nicht. Das wäre zu geil. Das heißt... Ich könnte mir jetzt vorstellen, wir hätten noch Fiolen, oder? Ja, wir hätten noch zwei Fiolen. Alter, ich hab Glück. Hab ich ein Glück. Das heißt, der da oben, der sieht mich, glaube ich, jetzt hier nicht, wenn ich die Gefängniszelle aufschließe. Und den müsste es eigentlich, oder den interessiert es eigentlich auch weniger. Okay. Alter, eine Stunde 20 bin ich jetzt hier schon dran. Fast. Ich habe halt so vor einer Stunde oder so habe ich noch einen Speedrun gesehen. Der war 2 Minuten lang. Für dieses Level. 2 fucking Minuten. GTA will nicht funktionieren. Ja, RP-mäßig oder wie? Ah, sieht da wieder eine Leiche. Ich hätte trotzdem die Leichen ein bisschen verstecken müssen. Weil pro Leiche, die Leute da wieder finden. Okay, den interessiert es jetzt echt überhaupt nicht, weil er schon so viele Leichen wahrscheinlich gesehen hat. Aber pro Leiche dauert es natürlich immer länger. Bis sich die Leute wieder beruhigt haben. Ja, wir sind jetzt natürlich da drin. Das Normale, nicht immer das Normale läuft, oder? Oje, oje, oje. Das ist der nicht Gute. Was aber gut ist, ist jetzt gerade meine... Ach nee. Jetzt kommt da kommt auch nochmal ein Trupp. Die müssen jetzt alle da oben auf den Hochstand, oder? Oh mein Gott, okay.
Ja, dann sehen sie die Leiche, die sie eh schon kennen. Und dann hauen sie vielleicht wieder ab. Ja. Schön der Reihe nach. Der sieht die Leiche noch. Und ist auch bequem. So. Ruhe ist wieder eingekehrt. Alle gehen wieder auf ihre Posten. Wunderbar. Das kann ich eigentlich darüber speichern. So. Das heißt, wir haben einen Sam hier, Doc, hier drin. Okay, den kann ich einfach so auf die Mauer dann schicken. Aber wir haben jetzt so alle wieder beruhigt. Oh, Gott sei Dank. So. Ja, Doc, mach was du willst. Mach doch, was du willst. So. Und John würde ich hier auch mal hier hinschicken und dann Sam auch. Aber da müssen die eigentlich dann bloß noch die Treppe rauf und zack über die Mauer rüber. So, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht zu laut ist, das aufzusperren. Okay. Okay, überhaupt kein Mucks, alles klar. So, dann stellen wir jetzt hier alle unsere Charakter her. Und die Kate, die muss jetzt hier ein bisschen arbeiten. Ja. Okay. So, einmal die ganzen Pferde hier ran schaffen. Dann schon runter. Angekommen. Wie geht's weiter? So. Ja. Los, vorwärts. Sam weg. Ja. Dann darauf. Sanchez hier. Caramba, Cooper. Aus dir soll einer schlau werden. Erst bringst du mich in dieses Dreckloch und kaum einen Tag später legst du alles in Schutt und Asche. Nur um mich wieder rauszuhauen. Ich sollte dich auf der Stelle umlegen, du Bastard. Aber erstmal würde ich gerne von dir hören, was dieser ganze Tanz überhaupt soll. Also, was willst du, Hombre? El Diablo finden. El Diablo? Amigo, hast du den Verstand verloren? Diese Klapperschlange kontrolliert mehr als die Hälfte aller Banden südlich der Grenze von New Mexico. An den kommst du nicht heran. Niemals. Mit dir und deinen Männern können wir es schaffen. Er hat dich reingelegt. Willst du dich nicht an ihm rächen? Caramba. Und ob ich das will. Also gut, Cooper. Du hast deine Armee. Lass uns zurück in mein Lager reiten. Du weißt ja jetzt, wo es liegt. Na dann vorwärts. Weißt du dann, wo es liegt, ja? Oh, die haben fast nur den Sam erschossen. What the fuck? Okay, Sams Schlange lässt sich sehr effektiv einsetzen, wenn man sie an Stellen ablegt, die von Feinden nicht so leicht eingesehen werden können. Zum Beispiel hinter Häuserecken oder auch direkt vor Haustüren. Okay. Okay, das ist gut zu wissen. Okay, dann wäre diese Mission erst einmal hier abgeschlossen.